Große neue Stromtrassen für die Energiewende, um den Strom von den Windrädern an der Küste nach Süden transportieren zu können, so die Pläne der Bundesregierung. Heute gab es dazu eine Anhörung im Landtag. Und da hat sich wieder mal gezeigt, dass es bei dem Hochspannungsthema ganz schön knistert. Wie sehr die Meinungen auseinandergehen können, konnten wir auch anhand von zwei Kommunen sehen. Eine in Südhessen, eine in Nordhessen. Wolfhagen, Notfelden bei Kassel. Ein idyllisches Städtchen mit viel Wald und Natur. Doch es droht Ärger. Bin ich absolut dagegen. Also richtig glücklich bin ich nicht darüber. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil es ist besser als Atomkraft. Also ich hoffe, dass sie nicht ganz so nah am Ort vorbeigeht, ehrlich gesagt. Noch sind die neuen Strommasten nicht gebaut, aber der Unmut darüber ist schon da. Hier direkt entlang des Wolfhagener Stadtteils Notfelden soll eine der geplanten neuen Stromtrassen entlanglaufen, 70 Meter hoch, zusätzlich zu den bestehenden Masten. Für den Bürgermeister unvorstellbar. Und sie wird hier das Wolfhager Land durchschneiden und es wird eine Trasse sein, die auch einen entsprechend breiten Korridor haben wird. Wir haben große Sorge, dass die Abstände zur Bebauung nicht eingehalten werden können und dass es hier auch entsprechende Gefahren gibt für Mensch und Natur. Die Trasse soll als eine von drei Hauptschlagadern der Energiewende Windstrom von Schleswig-Holstein nach Bayern bringen. In Hessen führt die sogenannte Südlink-Trasse westlich an Kassel vorbei Richtung Fulda. Was das konkret für Hessen bedeutet, wollte heute auch der Wirtschaftsausschuss des Landtags wissen. Denn nicht nur in Wolfhagen gibt es Widerstand gegen die geplante Trasse. Rund 40 Experten standen den Abgeordneten Rede und Antwort. Der Wirtschaftsminister hält den Netzausbau für wichtig und notwendig. Es war allen immer klar, dass wenn wir die Energiewende wollen, dass es dann auch nicht nur darauf ankommt, erneuerbar zu erzeugen, sondern auch dafür zu sorgen, dass wir das System insgesamt stabiler machen. Und da gehört ein gewisser Netzausbau dazu. Der Energieexperte Professor Jaras kritisiert die neuen Stromtrassen dagegen als überflüssig. Wir haben immer häufiger die Situation, dass wir sehr viel mehr Strom in Deutschland erzeugen, als wir in Deutschland verbrauchen können. Und das ist unser entscheidendes Problem. Und dieses Problem können wir nicht durch neue Leitungen beheben, sondern dieses Problem müssen wir beheben, indem wir zusätzliche Speicherkapazitäten in Deutschland aufbauen. Der SPD mangelt es vor allem an Kommunikation. Die Landesregierung habe versäumt, transparent und öffentlich über die Notwendigkeit des Netzausbaus zu informieren. Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass die hessische Landesregierung hier ihre Bündelungsfunktion nachkommt, die Interessen der Städte und Gemeinden, der Bürgerinitiative, der Anrainer wahrnimmt gegenüber der Bundesnetzagentur, die ja die Trassenplanung macht. Genauso wichtig ist es, ein Mediationsverfahren, ähnlich wie bei Windkraft, zu initiieren. In Pfungstadt in Südhessen wird das gar nicht nötig sein. Auch durch diese Region soll eine der geplanten Stromtrassen laufen, das sogenannte Ultranet. Der Bürgermeister kann es kaum mehr erwarten, denn die neue Trasse soll mehrere vorhandene Strommasten auf einen Mast bündeln. Man kann nicht immer nur, finde ich, sagen, der Strom kommt aus der Steckdose und wie er da hinkommt, ist mir egal. Jeder wird seinen Beitrag dazu leisten müssen, die einen durch Windkraftanlagen, die anderen durch Strommasten. Wir haben hier schon unsere Strommasten letztendlich und profitieren jetzt leicht davon, dass ein paar wegfallen. In Wolfhagen wird es nicht so leicht werden. Laut Netzbetreiber Tennet lassen sich hier die Trassen nicht einfach bündeln. Man prüfe jedoch eine unterirdische Verlegung der Kabel an bestimmten Stellen.